Sei nun im Land der tausend Seen. Mitten im Naturparadies der Mecklenburgischen Seenplatte wartet ein kniffliger Auftrag auf Sternekoch Frank Rosin. Unweit der Landeshauptstadt Schwerin, im 500-Seelendörfchen Kuckuck, steht der Western-Saloon von Elke und Wolfgang Bayer. Ein kleines Stück wilder Westen in Deutschlands grünem Osten. Vor 11 Jahren hat sich das Paar seinen Traum vom eigenen Saloon erfüllt. Um das Restaurant zu eröffnen, mussten sie einen Kredit von 150.000 Euro aufnehmen. Doch aus dem Traum wurde ein Albtraum. Die Gäste bleiben aus. Das Paar steht kurz vor dem Ruin. Wir stehen mal in so einem Punkt, wo wir eigentlich hätten schon längst zumachen müssen. Aber jedes einfach nicht aufgeben können. Der Saloon verbrennt mehr Geld, als er einbringt. Und die Kreditzinsen verschlingen die mageren Einkünfte. Nun droht das Paar, alles zu verlieren. Wisst ihr eigentlich, wie viel Geld ihr verdienen müsst, um 220.000 Euro abzuzahlen? Die Nerven liegen blank. Frank Rosin steht vor einer seiner schwersten Aufgaben. Nicht nur finanziell muss alles anders werden, sondern auch kulinarisch. Die Rippchen waren kalt. Das Fleisch war Matsche. Schmeckt nicht. Ich fühle mich nicht wie im Wilden Westen. Es muss sich etwas ändern, sonst sind die pleite. Frank Rosin zählt längst zur gastronomischen Spitze des Landes. Sein Restaurant wurde 2010 zum Besten des Jahres gekürt. Er selbst hat 2 Sterne und 18 Gourmillot-Punkte. Damit ist Frank Rosin der beste TV-Koch Deutschlands. Kann er den Western Saloon vor der Insolvenz retten? In Mecklenburg-Vorpommern. Das idyllische Dorf ist der heutige Einsatzort von Sternekoch Frank Rosin. Ich bin heute in Kuckuck. Ja, richtig gehört. In Kuckuck. An der wunderschönen Mecklenburger Seenplatte auf dem Weg zu Wolfgang. Der hat mich gerufen, weil er sich große Sorgen um seine Frau Elke macht und um den gemeinsamen Wild-West-Saloon. Cowboys, da werde ich helfen. Knapp 500 Einwohner hat das verträumte Örtchen Kuckuck. Es lebt vor allem vom Tourismus. Elkes Ehemann Wolfgang hat sich mit dem Sternekoch weit ab vom Western Saloon auf einer Wiese verabredet. Mit Frank Rosins Rettungseinsatz will er seine Frau überraschen. Hallo, du bist Wolfgang. Ja, grüß dich, Frank. Hi. Hi. Was ist dein Problem? Erzähl mal. Ja, ich habe dich gerufen. Meine Frau Elke hat ja einen Saloon. Ein Western-Saloon. Ein Western-Saloon? Ja. Also richtig so... Amerikanische Küche. Wirklich? So, wo die Cowboys hier Löcher in der Decke schießen können. Okay. Wir haben das so geschmückt, so wie das eben sein sollte. Wir waren zwar noch nie da, aber haben auch viel Filme geguckt oder irgendwas gesehen. Wie, ihr wart noch nie in den USA? Nee. Was ist jetzt grundsätzlich das Problem mit deiner Frau? Erzähl mal. Ja, durch das ich auf Montage auch bin, habe ich auch nicht so richtig den Einblick hier. Nee, du, auf Montage. Ach, Montage. Du machst das gar nicht, du machst das gar nicht mit? Nein, nur am Wochenende helfe ich sie mit. Ach so, und deine Frau macht das alleine? Die macht das alleine mit einer Köchin. Okay. Aber das läuft nicht so richtig. Und wie heißt das denn jetzt grundsätzlich? Habt ihr Schulden? Ja. Wie hoch sind die Schulden? Oh, das sind noch 150.000 Euro. Noch. Wie viel? Elke und Wolfgang stehen seit 11 Jahren vor einem riesigen Schuldenberg. Um sich den Traum von der Selbstständigkeit zu erfüllen, haben sie einen Kredit aufgenommen. 150.000 Euro, ja. Die kannst du doch gar nicht mehr bezahlen. So lange lebst du gar nicht mehr. Noch nie an Insolvenz gedacht oder an wirklich ans Aufgeben gedacht? Ja, wenn wir aufgeben, dann wäre alles weg. Dann ist mein Haus mit weg. Das heißt, es ist alles als Sicherheit hinterlegt. Ja. Oh. Und du hast keine Lösung. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Die Schuldenlast ist schier erdrückend. I hurt myself today. Nach Jahren voller Existenzangst ist Wolfgang am Ende seiner Kräfte. Der Sternekoch ist die letzte Hoffnung des 56-jährigen Bauleiters. Ist die Situation so schwierig? Komm, wir gucken uns den Laden mal an, ja? Und dann sprechen wir mit deiner Frau, komm. Um helfen zu können, muss sich der Sternekoch zunächst einen eigenen Eindruck von Elkes und Wolfgangs Restaurant verschaffen. Saloon Wild West. Also was es alles gibt, brat mir ein Storch, habe ich nie gesehen. Ja, das war unser Traum und den haben wir uns erfüllt. Elke, ist sie da? Ja, sie ist da. Ja, gut, dann gehen wir mal rein. Hallo, Elke?
Hallo? Guck mal, wen ich da mitgebracht habe. Hallo Elke. Komm mal her. Sag mal Tag. Hallo. Hallo. Grüß dich. Grüß dich. Na, freust dich, hä? Wolfgangs Überraschung, ein voller Erfolg. Das Paar schöpft neue Kraft. Die beiden hoffen, dass Frank Rosin ihnen aus ihrer Misere helfen kann. Mein Gott, ist das schön, dass ihr euch so freut. Ja, ich habe den Frank gerufen, weil wir das eigentlich ja nicht aufgeben wollen. Vielleicht hat er eine Idee, dass er uns hier irgendwie Rat zur Seite stehen kann. Irgendwo hätte ich ihm das nicht zugetraut, weil er ja auch immer so still ist und eigentlich ja in sich gekehrt ein bisschen. Und ich hätte ihm das nicht zugetraut, dass er das macht. Aber ich freue mich ganz doll. Erzähl mal, was ist los? Du kannst gar nicht reden jetzt, ne? Wir haben vor 10 Jahren oder 11 Jahren haben wir das hier angefangen aus einem Traum raus. Also das war eigentlich mein Traum, immer selbstständig zu sein. Ich bin ja Köchin. Ja, und dann ging es eigentlich auch gut los. Ja, und dann baute das immer mehr ab. Und dann haben wir eben gekämpft und gekämpft und ja, und dann stehen wir an so einem Punkt. Und Puppi, eigentlich hätten schon längst zumachen müssen. Aber hier ist einfach nicht aufgeben. Für Elke ist das Restaurant ihr großer Lebenstraum. Mit all ihrem Herzblut hängt sie an ihrem Saloon Wild West. Gut, lass uns anfangen, an dieser Geschichte zu arbeiten. Am besten ist, ihr zeigt mir mal den Laden, okay? Okay. Wo fangen wir an? Ja, hier im Gastraum. Ne? Ja, gut. Also, na komm. Der Gastraum bietet Platz für rund 60 Gäste. Doch leider bleiben die Stühle viel zu oft leer. Ob das an der Einrichtung liegen könnte? Der Sternekoch nimmt das vermeintliche Western-Ambiente gründlich unter die Lupe. Ja, jetzt guck dich das mal hier an. Also, sehr, sehr viel, sehr viel Dekokram, ne? Meine Herren. Wer ist denn hier der Dekorationsbeauftragte? Ja, das kommt so durch zusammen. Also wenn wir was bekommen von irgendjemandem, dann stellen wir uns hin und suchen uns einen Platz, wo es hinpassen könnte. Wir wollen nicht Kitsch reinhaben, sondern immer das, was... Ihr wollt keinen Kitsch reinhaben? Nee. Was Kitsch ist und was nicht, da können die Meinungen offenbar gewaltig auseinandergehen. Also für meinen Geschmack ist es erstmal zu überdekoriert. Eine wirkliche Dekorationsidee gibt es hier nicht, ne? Also ein ganz bestimmtes System, sondern ihr macht die Wände voll und fertig. Ne? Also ich finde, dass das so durcheinander aussieht, finde ich eigentlich nicht. Also Frank Rosins Urteil trifft die Saloonbetreiber. Sie selbst sind von ihrem Original-Western-Ambiente überzeugt. Machen wir weiter. Das sind Bilder von euch, von Erlebnissen oder so? Ja, das ist von uns. Was ist das? Hier tanzt ihr? Da machen wir Line Dance. Also das ist richtig Line Dance. Wie kann man sich denn dieses Line Dance vorstellen? Erklär mir das mal. Wie läuft das? Also Line Dance heißt ja in Linie tanzen. Ja. Und gekommen ist es ja aus Amerika. Und man tanzt nach einer bestimmten Country-Musik. Zeig mir das mal. Stell dich mal neben mich. Also. So, ja. Also zum Beispiel kann man, also das heißt zum Beispiel Grapevine heißt das. Und dann macht man einen Schritt nach rechts, dann zur Seite und einen Tipp. Und das, und dann kann man das wieder zurückmachen und dann hat man schon mal 8 Counts. Okay, nochmal. Da wird gezählt. Also das geht in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hey. Und das nach einer bestimmten Country-Musik macht das richtig Spaß. Ehrlich? Ja, echt. Zum Saloon gehört auch ein großer Garten mit Tanzfläche. Und da vorne tanzt ihr? Das ist eure Tanzfläche? Ja, das ist unsere Tanzfläche.
Das schön. Ist der Tanzboden, ja. Und hier tanzt ihr euren Line-Tanz? Hier also machen wir Line-Dance, genau. Ja, zur Seite und wieder Tipp und zur anderen Seite wieder Tipp. Genau. Frank Rosin scheint Feuer und Flamme für den frisch gelernten Line-Dance. Und das mit Cowboy-Stiefeln, dann kracht es noch ein bisschen. Ja. Bei allem Tanzeifer, der Sternekoch vergisst den Ernst der Lage nicht. Wie groß ist die finanzielle Not der Familie? Frank Rosin muss der Sache auf den Grund gehen.